Servus, liebe Freunde, hallihallo, herzlich willkommen hier zurück zum LS17. Wir werden jetzt heute erstmal, wie wir es beim letzten Mal besprochen hatten, den Mais und natürlich auch das Heu an die Tiere verfüttern. Jetzt muss ich mal gerade gucken. So, den Kleinen hat man, glaube ich, da drüben hingestellt, ne? Ja. Nachdem wir jetzt gemerkt haben, dass das mit dem Kraftfutter doch geht, finde ich richtig gut übrigens. Also, total begeistert. Ich habe ja schon gedacht, wir müssten jetzt irgendwie echt nochmal was kaufen, aber nee, funktioniert. So, dann holen wir uns hier erstmal den Mais raus und werden den Mais erstmal zu unseren Schweinchen bringen. Vielleicht sollten wir auch entsprechend dahin fahren, wo wir den Mais kriegen. So. Puh. So, halt ein Stückchen zurück. So, Befüllung starten. Jetzt gucken wir mal. Weizen, Gerste, Raps, Sonnenblumen, Sojabohnen, Körnermeister ist er ja gewesen. So. Dann packen wir den Mais mal da rein. Wunderschön. So, gucken gerade nochmal bei den Tieren, aber ich denke, die Schweine sind ja die einzigen, die den Mais brauchen, glaube ich. Ne? Ach, ich sollte vielleicht hier gucken. Mais, Körnermais, jawohl, der ist für die Schweine. Ansonsten brauchen wir auch noch Mais oben beim Hühnern. Da bin ich jetzt schon überlegen, ob wir einfach nur einen Teil davon mal oben zur Eierfarm bringen. Vielleicht mal auf jedes so 1000 Liter oder sowas. Ich glaube, da könnte man auch mal testen, ob das dann anläuft und vor allem, was es auch bringt. Jetzt gucken wir erstmal, wie es hier mit der Befüllung von den Mais bei den Schweinchen aussieht, wie viel die brauchen. So, ich denke, das war... War das hinten oder unten? Ich glaube, da unten war das auf der Unterseite. Ansonsten ist jetzt alles eingesät, alles am Wachsen. Von daher sind wir erstmal soweit beschäftigt. So... Hier können wir es nicht auskippen, also müsste das dann da vorne am Futtertrog sein. So, Wasser haben sie jetzt schon genug. Die haben da auch so einen Wasserhahn, ne? Guck mal hier. Da ist es auch. Wassertrog füllen und das kostet nichts. Also hier brauchen wir gar nicht mit dem Wassertank hingehen. Das ist natürlich optimal. Da brauchen wir einfach nur mal schnell hinfahren, auffüllen, gut ist. So. Gucken wir mal. Ich würde sagen, ein bisschen was kippen wir mal rein. So, dann schauen wir erstmal, wie viel das ist. Oh, das ist ganz gut so. Gehen wir mal auf so 3000. Ist der Mais schon gut gefüllt? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon reicht, aber komm, wir gehen mal bis auf 2000 runter. So, das müsste reichen. Jo, und den Rest möchte ich jetzt, wie gesagt, gerne mal zum Hühnerhof bringen. Also zu den Eierfarmen. Weil da hat uns ja auch noch Mais gefehlt und dann können wir dementsprechend da mal schauen, was uns da an Eiern entsprechend rauskommt. Ich glaube, Mais war auch das Letzte, was noch gefehlt hatte, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich dachte, wir schauen uns das mal gleich an. Und wenn wir das gemacht haben, dann haben wir noch das Heu, das können wir noch zu den Schafen bringen. So, ich habe übrigens hier ein Update von meiner Grafikkarte gehabt und habe dort jetzt nochmal die optimalen Spieleinstellungen rausgesucht und habe gemerkt, da ist definitiv viel, viel mehr möglich. Aber ich muss dann auch entsprechend nach der Folge nochmal kontrollieren, ob das dann nicht die Grafikkarte überhitzt. Nicht, dass mir die kaputt geht, das wäre sehr schlecht. Weil wir haben jetzt viele, viele Details hier drin. Aber das ist halt so dann auch das Thema, ne? Weil ich sehe gerade, die Grafikkarte hat 94 Grad, das ist eigentlich nicht so gedacht. Oh, ich habe die Ampel zu spät gesehen. Ich dachte, wir würden noch durch Gelb durchkommen. Aber nö. Gab 250 Strafe. Na gut. Dafür müssen wir jetzt hier vorne an der Ampel dann ein bisschen warten. Aber kein Problem. Dann warten wir gerade, bis die Ampel grün wird. So. Dum-di-dum-dum-dum-dum. Ich meine, die Prozessoren, und das wird sowieso momentan alles ja ultra heiß, ne, durch die Temperaturen draußen. Das ist ja eine Katastrophe, was wir da im Moment draußen an Temperaturen haben. Also absoluter Wahnsinn. So, ne? Dauert jetzt ein bisschen länger hier das Ganze. So. Dann schauen wir mal.
Na, ich glaube, die Grafikeinstellungen sind ein bisschen zu hoch. Weil ich habe hier definitiv 96 Grad gerade. Das ist nicht so gut. Das ist gar nicht gut. So, da oben ist der Eierhof. Schauen wir mal jetzt, wie gesagt, wie das Ganze sich entwickelt und vor allem, wie viel wir rauskriegen. Aber ich glaube, das war ja auch das... Ja, fahren wir hier rein. Dann haben wir die Ampel da umgangen. Da ist ja direkt der Eierhof. Sehr schön. So, dann einmal zu der Befüllung. Jetzt müssen wir gucken, wo wir das abgeben müssen. Da war Wasser. Boah, gute Frage. Da mussten wir das... Ne, da drin war Stroh. Da muss man das auch da reingeben. Ich glaube, hier muss man es reingeben. Da ist es. Mais. Ja, Mais. Jetzt gucken wir mal, dass wir da an die richtige Stelle kommen. Hier müssten wir es jetzt auskippen. Können? Nee, können wir nicht. Das heißt, wir müssen noch ein Stück vorfahren. So, kann ich da den Mais nicht abgeben? Ah, eben geht's. So, dann gehen wir da mal so ein bisschen nur rein. Ne? Das heißt, wir haben jetzt 1160 Mais dort. Und den anderen Mais werden wir mal drüben dann abgeben. Und dann können die zumindest schon mal hier loslegen. Ne? Ich bin mal gespannt, wie viele Eier rauskommen. Ihr habt ja gesagt, eigentlich lohnt sich das Ganze. Oh, jung. Die will gerade wieder mal geknuddelt werden. Ihr wisst ja, wie das ist. So, hier kippen wir mal den ganzen Rest rein. So, und damit müsste es eigentlich funktionieren. Ach, hier ist es, siehste. Da, Tritizale. Das können wir auch hier oben abgeben. Wir haben doch da eine ganze Menge eingebunkert und wussten nicht, wohin damit. Also das können wir dann definitiv hier oben beim Eierhof abgeben. War nochmal gut zu wissen. So, jetzt gucken wir uns mal gerade die Produktion hier an, ob wir da was erkennen können. Ob wir da was sehen. Und da sehen wir nichts, da ist alles grün. Weiß aber auch nicht, wo jetzt der Monitor ist, um das zu überblicken. No. Sie ist gerade nicht. Ah, da geht's schon los. Die ersten 83 Eier sind hier schon in Arbeit. Wunderbar. Das ist natürlich perfekt, ne? So, jetzt ist hier rot, da steht einer im Weg, das bin ich. Immer noch rot, ja. So. Und da haben wir dann die ersten Eier drin. Okay. Das heißt, 83 Eier sind da. Na, bin ich mal gespannt, wie viel da jetzt rauskommt. So, wir fahren da mal zurück zum Hof. Und müssen natürlich dann dementsprechend noch gucken, dass wir das Heu noch unterbringen. Da fahren wir aber am besten auch wieder hier rum runter. Ein bisschen die Ampeln umgehen, nicht, dass ich ja schon wieder Knollen kriege. Das ist ein bisschen blöd. So, ich gucke nur immer so ein bisschen ängstlich auf die Grafikkarte. Die ist immer noch bei 96 Grad. Also das werde ich dann nach der Aufnahme hier definitiv nochmal runterschrauben. Ist zwar eine GTX 1060 mit 6 GB, aber anscheinend, puh, ja, läuft die doch gerade hier so mit richtig Vollgas. Apropos Vollgas, das sollten wir hier mal runternehmen. Nachdem hier ja im Prinzip die Ampel schon wieder rot ist. So, und ich bin übrigens auch schon in den Vorbereitungen, das Ganze jetzt auf den Intel umzubauen. Das heißt, da wird es jetzt demnächst dann auch hoffentlich etwas besser laufen, weil ich habe jetzt hier eben schon wieder dauernd dieses diese Töne da, weißt du, wenn irgendwas nicht erkannt wird oder sich deaktiviert oder wie auch immer. Das ist natürlich nicht schön. So, unten ist schon wieder die nächste Ampel. Gudele. Weil ich bin noch am überlegen, wenn ich jetzt demnächst wieder mehr aufnehme, ob ich dann einfach den Intel zum Aufnehmen nehme und den AMD nur einfach zum Umwandeln. Weil dann kann ich da praktisch parallel arbeiten. Das wäre von der Zeit her ein Riesenvorteil. So, Heulager. Ich glaube, das war übrigens vorne am Hof. Ach, wir müssen auch das Maisgebiss holen. Von unserem Freund hier. Jetzt ruckelt es ein bisschen. Ich glaube, die Einstellungen, so wie sie vorher waren, waren schon okay. Also, ich glaube, das werden wir dann wieder runterschrauben. Weil da bringt nichts, wenn ich hier eine Grafikkarte nach der nächsten verheize. Das macht keinen Sinn. Gut, Heu.
War, glaube ich, hier unten auf der Vorderseite. Kann ich, glaube ich, hier abholen, ne? Ja. Hier ist Heu. Dann fahren wir mal hier das Heu ein. Machen wir mal die Befüllung. Ah, Tabak wird auch hier eingelagert. Das brauchen wir aber nicht. Wir brauchen erstmal Heu. So. Und dann wollten wir ja auch noch ein bisschen die Wiese mähen. Das hatten wir auch noch vor. So, jetzt muss ich nur kurz gucken. Die Schafe sind ganz hinten auf der Außenseite. So, da hinten sind die Schafe. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir das Heu einladen müssen. Aber dann hätten wir das, wie gesagt, auch schon mal fertig. Es könnte sein, dass es das sogar hier vorne mit dazu läuft. Kann ich das hier auskippen, das Heu? Jawohl. Und wir schauen uns das mal an bei den Schafen. Heu, jawohl, ist jetzt fast voll. Heu und Gras, das ist gut. Wasser haben wir entsprechend voll. Sauberkeit ist voll. Wir haben 5 Schafe, das ist okay. Ansonsten Weizen, Gerste bräuchten wir noch. Kraftfutter, ja, müssen wir dann auch wieder ein bisschen nachfüllen. Aber wir sind ja zumindest jetzt schon mal happy, dass das überhaupt funktioniert, ne? Das war ja schon so ein bisschen ein Angstmoment, wo ich gedacht habe, oh Mann, klappt nicht, aber alles gut. Okidoki. So. Dann würde ich sagen, stellen wir den Freund hier wieder zum Kraftfutter hin. So. Gut, dann steigen wir mal aus. Ich wollte nämlich mal gerade gucken, ob wir hier den Überblick von der Eierfarm haben, ob man das hier sehen kann. Bim, bim, bim. Eierfarm, Speckherstellung. Eierhof, da oben ist es. Eier. Ah, ja. 83 Eier haben wir jetzt schon. Also mit den Eiern, das geht schon ziemlich schnell. Wie gesagt, die brauchen wir ja für die Gnocchi-Fabrik. Ansonsten können wir die Eier auch verkaufen. Und ich bin mal gespannt, das dürfte, denke ich mal, jetzt eine ganze Menge werden. Und apropos Gnocchi-Fabrik, da würde ich auch ganz gerne mal reinschauen. Wo haben wir die denn? Wo sind die Gnocchis? Da ist das Gnocchi-Werk. Da fehlt uns natürlich noch Mehl. Eier ist klar, gewaschene Kartoffeln und Speiseöl. Okay, also da haben wir noch ein bisschen Arbeit vor uns. Wasser bräuchte man in der Papierfabrik, aber wir haben noch genug Papierpaletten da im Moment, das ist kein Problem. Hier läuft auch alles ganz geschmeidig vor sich hin. Sand ist schon wieder voll im Prinzip, das heißt, wir können schon fast wieder den nächsten Sand verkaufen. Jetzt gucke ich mal gerade, wo haben wir unseren Freund, den Mähdrescher, genau. So, dann kuppeln wir das nämlich mal ab. Und holen mal gerade noch das Schneidwerk und legen das in den Schneidwerkswagen. Denn ich denke, das ist auch mal ganz wichtig, dass wir das noch weg haben, denn das werden wir auch bald brauchen. Bin ja froh, dass wir hier den 9230er geholt haben. Also der macht dann schon richtig Laune. So. Da müsste jetzt das Schneidwerk sein. Jawohl. Das wird übrigens auch richtig Spaß machen mit dem Schneidwerk, weil das ist richtig groß. So. Hi. Jule. Oh, ich glaube, ich hänge gerade irgendwo fest. Ja, das ist hier ziemlich eng gemacht, ne? Muss man sagen. Oh, wie soll ich denn. Entschuldigung, aber wie soll ich denn da wieder rankommen? Du Schande. Ne, Moment, da muss ich ja anders ranfahren. Da fahren wir mal ein Stückchen vorwärts. So. Dass wir hier nah dran sind. Und dann hoffe ich, dass wir hier rumkommen. Wow, das ist Rangieren vom Feinsten. So, gucken, kann ich schon ankuppeln? Jawohl. Puh. Also das ist das einzigste Problem sozusagen, weil der ist zu groß. Aber kriegen wir auch hin. So, einmal müssen wir jetzt hier nicht hängen bleiben, sondern durch. Uiuiui. Jetzt bin ich froh, wenn wir mit dem Ding auf dem Feld sind. Aber es geht eigentlich. Ist ein bisschen kleiner als das alte normale Schneidwerk. Aber wenn wir das dann ausklappen, wird das richtig groß werden. So, mit dem müssen wir jetzt mal ganz nach hinten. Deswegen fahren wir am besten hier auf der Straße entlang. Und dann in der Mitte rein, weil wir müssen das hier hinten auf den Schneidwerksregal ablegen. Ich denke, hier kommen wir gut durch. Upp, Vorsicht. Sämaschine. So. Na, das sieht schon mal ganz gut aus. So, und eigentlich wollte ich ja auch noch ein bisschen Wiese mähen. Aber das können wir vielleicht dann in der nächsten Folge angehen. Jetzt legen wir erstmal hier
das Ganze noch ab. Das wird das überhaupt passen? Oh, das wird knapp von der Breite. Haben wir da noch breitere? Ja. Weil das kleine passt da gar nicht rein. Da müssen wir schon hier auf die großen Stellplätze gehen. Und hier geht das... Oh Gott. Möchte ich das jetzt ausklappen oder... Moment, ich klappe mal das Schneidwerk aus. Mal gucken, ob das dann passt. Dann ist es wahrscheinlich zu breit, ne? Ne, passt genau. Also es sollte man schon ausklappen. Ansonsten kann man das dann später im Prinzip nicht nach oben fahren. Das will ich jetzt mal gerade testen, wie das aussieht. Wir stellen den mal hier auf die Seite, den Freund. So. Und gucken mal, ob das jetzt funktioniert, dass wir den nach oben drücken. Ja, Schneidwerk geht. Naja. Ja, sehr interessant. Funktioniert also noch nicht so wirklich mit dem Schneidwerk. Okay, das denke ich mal, können wir uns dann schenken. Mit dem hoch und runterfahren ist also eine gute Idee, aber klappt jetzt mit dem großen Maisgebiss leider nicht so wirklich. So, ansonsten können wir mal gerade gucken, wie sieht es hier aus. Saatgut sind wir ja eigentlich ganz gut dabei. Ja, und hier aus, naja, Dünger wird jetzt ein bisschen produziert. Also ich denke mal, da können wir in der nächsten Folge noch ein bisschen Geld machen. Da gucken wir mal, dass wir ein bisschen Kompost verkaufen. Vielleicht können wir sogar ein bisschen Saatgut verkaufen oder wollen wir das erstmal hochpushen? Ne, dann machen wir erstmal nur einen Kompost. Können auch... Dann unten ein bisschen von der Sandkohle noch was einfahren und dann machen wir noch ein bisschen Wiese. Ich denke mal, das ist ein ganz guter Plan für die nächste Runde. Und in dem Sinn sage ich für heute erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss. Wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt aus dieser oder anderen Rubriken, abonniert diesen Kanal, drückt abonnieren, aktiviert die Glocke und ihr werdet immer über Neuigkeiten informiert.